Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play My Summer Car. So, erstmal kurz was trinken. Wunderbar. Was essen. Wunderbar. Was Pipi machen. Kurz duschen. Kurz an der Zigarette ziehen, damit der Stress abbaut. Und danach geht's weiter mit unserem Auto. Ich finde, wir haben in der letzten Folge echt viel geschafft. Und es steht mittlerweile auch sehr gut da. Und deswegen werden wir jetzt uns darum kümmern, dass wir die Plakette bekommen. So. Das heißt, wir haben ja zwei defekte Teile im Fahrzeug. Die werden wir jetzt reparieren. Und zwar ist es einmal die Lichtmaschine, die defekt ist. Die produziert nämlich zu wenig Saft. Und wir haben einmal das Problem der des Zünders. Also wir brauchen dieses Teil und wir brauchen die Lichtmaschine. So, und das brauchen wir natürlich, solange die Batterie nicht angeklemmt ist. Weil sonst hat sich die Sache hier gleich ganz schnell erledigt und wir brauchen gar nichts mehr. Ne? So, einmal lösen alles. Muss ja nicht sein, dass wir hier gleich vollkommen unter Strom stehen. Jetzt, wenn die Lichtmaschine eine Macke hat, dann müssen wir sie halt austauschen. Was anderes gibt es da halt nicht als Problemlösung, ne? Ist das jetzt ganz runtergefallen oder liegt der noch hier irgendwo? Ne, da ist er noch. Gut. So. Herzlich willkommen bei How to deinstallieren alles. Die Motorhaube ist so ein bisschen im Weg, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Wir können ja durchgucken zum Glück. So, erstmal lösen wir jetzt mal die Pole hier. Das war übrigens die Schraube, die fehlte. Ne? Nur mal so zum Erwähnen, warum der Wagen nicht gestartet ist beim letzten Mal. Da war noch die andere Schraube, da ist er. Sehr schön. Das dürfte reichen. Bingo, den haben wir. Jetzt müssen wir mal schauen, wie nochmal die Lichtmaschine befestigt war. War einmal da oben. Bingo. Ich glaube, das war es aber nicht, oder? Nein. Ja, und hier unten so eine richtig dicke Schraube. Das ist sie nicht. Da haben wir sie. Wunderbar. Perfekt. So. Jetzt startet die Karre natürlich nicht mehr. Weil ohne Lichtmaschine und ohne Zünder wird das nix. Ach da. Schön. Ist aber nicht schlimm. Wir wissen ja, dass er angeht, ne? Also das ist das kleinste Problem, was wir hier haben. Kann ich das denn auch noch ansprühen? Geht das? Nein, das GT-Cover kann man nicht ansprühen. Schade. So, das heißt, einmal der Starter ist defekt und einmal der Alternator, also die Lichtmaschine ist kaputt. Alles halb so tragisch, alles gut. Alles in Ordnung.
Lass mir die Karre offen stehen. Ja, ne? Kann ja jetzt eh keiner mehr klauen. Wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Wir haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, unser Onkel ist zu Hause und leiht uns den Van. Das wäre für mich jetzt die beste Option. Aber er ist nicht da, glaube ich. Doch, er chillt da draußen. Hi. Ach, Jeck. Er hat seine Fahrlizenz verloren. Leute, er ist jetzt ein bisschen fertig. Okay. Okay. Er sollte auf jeden Fall was gegen seinen Husten tun. Komm nochmal. Ja, das klingt gut. Ja, hust dich aus. Herrlich, Leute. Und jetzt hustet er bestimmt nochmal. Inside my hallway. Was ist denn Hallway? Kommt denn noch was? Okay. Wo sind die Keys? Warte, gut, Jung. Ach, da hängen sie. Wunderbar. So, das heißt, die Truck-Keys haben wir. Wir haben aber ein anderes Problem, meiner Meinung nach. Und zwar, wie sollen wir jetzt bitte zu dem Truck kommen? Wir können das Mofa nehmen. Das ist Option Nummer 1. Ist es die beste Option? Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten den Bus nehmen. Das wäre Option Nummer 2. Wie komme ich bis zum Bus? Kann ich mein Motorrad dafür nehmen? Kann ich mein Motorrad mitnehmen? Muss ich das Motorrad zusätzlich bezahlen? Dinge über Dinge, die wir uns fragen. Aber wir haben keinen Van. Das ist das größte Problem. Wir müssen nun mal zwei Dinge wegbringen. Fuck. Wir können theoretischerweise nur einzeln fahren. Jedes Teil einzeln hinbringen. Wir müssen ja bis nach Flattery. Nicht in die Stadt. Das heißt, es ist nicht so weit. Komm, wir fahren mit dem Traktor. Ich habe den Entschluss jetzt gefasst. Wir fahren mit dem Trecki. Warum fahren wir mit dem Traktor? Weil es dauert zwar ein paar Minuten,
Aber wir kommen relativ sicher an und wir können beide Teile gleichzeitig mitnehmen. Hi Onkel, tschüss Onkel. Ja, trink dir halt nur einen. Habt ihr gesehen, beim Rauchen? Die Zigarette hat sogar bei ihm geglüht. Also es wird schon ein wenig darauf geachtet, was hier gemacht wird und was hier passiert. Finde ich sehr gut. Was ist hier? Ist hier hinten ein Gewächshaus? Tatsache, hier ist ein eigenes Gewächshaus, Leute. Gehört uns das auch? Nein, oder? Aber das ist noch im Bau. Das ist noch sehr im Rohbau. Okay, ist ja kein Problem. Aber wir wissen schon mal, da ist ein Gewächshaus. Da könnte man irgendwann mal was wahrscheinlich anbauen oder so. Finde ich gut. So, der gute alte Traktor wird also nochmal benutzt. Der stand auch jetzt wieder lange Zeit still, weil wir ihn nicht gebrauchen konnten. Spritanzeige sieht aber, glaube ich, noch relativ human aus, oder? Boah. Oh, es geht aber. Ich glaube, die Geschwindigkeit ist auch angemessen. Sagen wir mal so, wir kommen schnell genug in der Stadt an. Bei Flattery. Oh mein Gott. Gebremst wie ein Bescheuerter, aber nichts ist passiert. So, ratzfatz hier. Einmal den Starter mitnehmen. Ich habe ihn einfach durchs Auto geworfen. Super. Und einmal den... die Lichtmaschine. Hatte ich hinten das Fenster auf oder ist da gar kein Fenster? Da ist gar kein Fenster. Super. Schön, schön. Tolle physikalische Spielereien. So, Rückwärtsgang rein und ab geht die Post. Ich meine wirklich, der Weg ist jetzt nicht um die Ecke, ne? Das muss uns bewusst sein. So. Für euch stelle ich das Spiel ja auch leiser, dann kann ich es mir auch leiser stellen. Der Weg wird jetzt kein leichter werden. Er wird steinig und schwer, aber wir werden ankommen. Wir werden bei Flattery diese Folge ankommen. Hoffe ich. Ohne zu sterben, wäre schön. Ich hoffe natürlich auch, dass wir relativ mit gut gefüllten Tank ankommen, dass wir auch wieder zurückkommen oder dass ich vielleicht sage, gut, von Flattery aus über Land noch schnell zur Stadt. Wobei, wenn Flattery die Sachen repariert hat, dann kann man im Normalfall ja auch sagen, man fährt mit seinem Sportwagen kurz zurück. Man hat ja einen Tag, glaube ich, Zeit oder zwei, in den Wagen wieder zurückzubringen. Wäre noch eine Option. Weil dann sind das die beiden letzten defekten Teile, die wir jetzt gerade mitnehmen. Die Lichtmaschine und den Starter. Dann dürfte das Ding ohne Probleme funktionieren. Dann können wir, glaube ich, zum TÜV. Nein, wir brauchen noch was. Wir brauchen das Warndreieck. Das Warndreieck. Und ich glaube, dann ist gut. Bin mir da aber auch total unsicher. Weil er läuft sehr geradeaus. Ölzustand und alles ist optimal. Ah, die Reifen waren's. Jetzt weiß ich es wieder. Wir müssen die Reifen neu beziehen lassen. Hätten wir jetzt mitnehmen können, ne?
Ja, die Reifen haben ganz, ganz schlechtes Profil und dadurch würde man durch den TÜV fallen. So war das. Boah, kennt ihr das, wenn es am Rücken juckt und ihr kommt gerade mal so mit dem dicken Daumen dran oder so? Ja, mit dem Daumen, nicht mit dem dicken Daumen. Mit dem dicken Zeh kann man es probieren. Was wenn ich alles für mein Summer Car machen, oder? Falsch. Leute. Wir haben einen Teil verloren. Warum fällt hier alles aus dem Truck raus? Oh, abgewürgt. Auch schön zu sehen, wie ich die Kupplung trete, ja. Nochmal hier. Schön, oder? Jetzt müssen wir auch noch gucken, wo das Teil rausgefallen ist. Super. Schaffen wir es diese Folge doch nicht bis da. Das gibt's doch gar nicht. Da ist die scheiß Lichtmaschine irgendwie rausgefallen. Ich habe mir sowas schon gedacht, weil ich konnte ja auch die Teile durch das Fenster hinten werfen. Da habe ich schon gedacht, so, boah, nicht, dass die Teile da jetzt irgendwie rausfallen können. Bin aber auch mit dem Gedanken losgefahren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich passiert. Und dass ich jetzt hier wirklich die ganze Straße nach meiner scheiß Lichtmaschine absuchen muss. Dazu habe ich auch keinen Bock. Das sage ich euch. Das gibt es gar nicht, Leute. Ich sag's euch. Wir sind doch schon zu Hause. Wo ist denn bitte die Lichtmaschine rausgefallen? Wenn, muss sie hier am Rand liegen. Aber hier liegt nichts. Och nö, muss das sein? Das ist doch Kacke. Ist das schön. Genau so habe ich mir den Weg nach Flat Terry gedacht. Dass ich nochmal zurückfahren darf und den ganzen Weg absuchen kann. Ich gucke die ganze Zeit auch nach unten, weil ich Angst habe, dass unser Starter auch noch einen Abflug macht. Dann hat sich das erledigt damit. Dann sind die Sachen weg. Tschüssikowski. Ja, weit sind wir ja nicht damit gekommen. Habt ihr dann gesehen? Er liegt hier rum. Super. Was mache ich denn jetzt? Gut, Planänderung. Das Ding, das flattert hier durchs Auto. Guckt es euch an. Das ist mehr physikalischen Gesetzen ausgesetzt, als es gibt. Und da backt es sich durch die Tür und verschwindet gleich wieder. Gut, wir brauchen eine Idee. Und zwar brauche ich die von euch, weil ihr meine intelligenten Köpfe seid. Also gebt mir einen Tipp, Leute. Was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich würde den Anhänger noch nehmen. Mit Anhänger zu Flat Terry. Das Problem ist,
Wir müssen dann erst zur Stadt, weil der Tank nicht mehr so voll ist. Zur Stadt würde ich das Motorrad nehmen. Was auch zum Einkaufen ziemlich scheiße ist. Boah, so viele Probleme, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.